Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, wir waren ja hier in dieser Ausgrabungsstätte. Kann ich den Namen kurz nochmal aufrufen? Könnte ich bestimmt, wenn ich die richtige Quest auch noch aktiv hätte. Wo sind sie? Irgendwo gibt es Verschiedenes. Da. Luaskalskaven in Ansilwund. Okay, Ansilwund nennt sich das Ding hier. Ist eine Totenbeschwörerin, die uns ganz nett schon darauf hingewiesen hat und schon ein paar Mal ihre Schergen auf uns gehetzt hat. Und wir hatten das Rätsel gelöst und gehen jetzt weiter, ohne die Falle auszulösen. Schauen wir, was so für Späts uns noch so erwarten. Na, schläft hier noch einer? Das sieht eigentlich ganz friedlich aus. Gut, das war die leerste Truhe, die ich seit langem hatte. Ansilwund Burial. Also ja. Ansilwund Grabkammern. Okay. Ein Schleim. Ich hatte noch nie einen Nahkampf. Der ist garantiert saugefährlich, wie man das ja von anderen Spielen zumindest kennt. Ich schieße jetzt einfach drauf und hoffe, bis da ein Tod ist. Ja, er hängt fest. Gut. Es ist natürlich total cool, dass er sowas droppt. Das sieht alles richtig edel aus. Also, Sie können den richtig mal ins neue Spiel dann meinetwegen gerne reinnehmen. Das sieht alles sehr nach Fallen aus, nach Schwingfallen. Wenn ich da drauf trete, gehen die los. Da ist noch einer. Noch einer. Klar, Moment, hier brauche ich noch dringend Kerzenschein. Nicht nur fürs Let's Play, sondern damit ich die nicht unbedingt auslöse. Obwohl das vielleicht gar nicht verkehrt ist. Wenn ja dann eine Horde Untoter kommt, dann muss ich die nicht alle komplett bekämpfen, sondern kann einen schönen Fallkorridor machen, wenn die hier langsam weggeschnetzelt werden. Falle ist immer nur gegen den, der sie nicht kennt. Warte, ich so geräuscht, denkst du, das geht los. Okay, anscheinend habe ich Stein explodiert. Hast du nicht gemerkt? Ich frage alle Fragen. Löst einer der Knöpfe die Tür da hinten aus? Dass man da reinkommt? Deko wird es ja wohl kaum sein. Nö, ist einfach zum Aufschließen, okay. Das Adept ist ein bisschen schwerer, aber. Schlussgang 85, nicht das Problem. Auch hier irgendwo eine Falle? Nein. Erstmal von ziehen. Okay, vielleicht falls man eingesperrt ist oder so. Kann anscheinend passieren. Zack. Da war der Dietrich hin. Ich mach doch schon vorsichtig, Leute. Der Experte ist schon ein bisschen schwerer. Muss man sich noch Mühe geben. Ja, das sieht gut aus. Okay, haben wir auch auf. Ja, wofür es dies gibt, außer zum schön hinstellen, weiß ich auch nicht. Ich sammle die ja momentan, weil ich nicht... Boah, das ist geiler Loot. Alter. Alter. Weil ich nicht weiß, ob die noch irgendeine Bedeutung haben. Sie sind auch nicht irgendwie als Questgegenstand oder als wichtig oder so gelistet, dass du sagen musst, oh, alles klar. Die gibt es auch im Originalspiel nicht, glaube ich. Es sei denn, die sind natürlich jetzt mit den Anniversary Mod hinzugekommen, da ist auch noch. Da bin ich draufgetreten, seid ihr euch ganz sicher? Ich habe es nicht versucht zu meiden. Ganz ehrlich, Leute, wir müssen das ja ein bisschen trainieren und ich denke jetzt nicht, dass der so krass drauf ist. Ich denke allerdings auch nicht, dass ich ihn treffe. Hi. Na denn?
Ha, er ist reingerannt. War schwer abzuschätzen, muss ich gestehen. Wo man immer genau stehen muss. Ist die Kamera mir jetzt eigentlich geklärt? Haben wir alle erwischt? Ehrlich? Ich hatte so das Gefühl gehabt, wir haben eigentlich nur einen Fall getötet gehabt und einen verletzt. So aus meiner, ja, Ansicht der Dinge. Sieht auch geil aus, ne? Ist aber leider nicht mehr so gut und leider auch noch schwer. Hm. Ein Zauberbuch. Nee, Sonnenaufgang. Nehmen wir mit, kann man verkaufen. Gehen wir dann erstmal am besten hoch und uns einen kleinen Überblick verschaffen. Okay. Ich weiß nicht sicher, ob das ein echtes Podest ist, im Sinne von Schalter oder. Das scheint ganz schön groß zu sein hier. Und ich höre noch was stöhnen, aber kann auch sein, dass es einfach Hintergrundatmo ist. Uch, das war schon zu eilig. Gut, dann ist es hier. Hä? Kommt schon, ich habe das echt fast genau in der Mitte gemacht. Für Adept ist das schwer. Okay. Sehr gut. Okay. Da ist auch nicht mehr viel zu holen, glaube ich. Ist das ein Schlüssel? Geht es denn hier weiter? Meister. Oh. Okay, dann doch erstmal runter. Gucken wir uns erstmal hier um. Okay. Okay, 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 okay. Alles cool. Wir müssen uns nur konzentrieren, was wir machen. Necrowitch war, glaube ich, gut, weil die kopiert den Zauber, den man in der anderen Hand hat, wenn ich mich nicht täusche. Neverlich ist natürlich. Nee, Neverlich, dann da kackt das Spiel wieder ab, das hatten wir schon. Das ist allerdings zweihändig, das ist nicht so gut. Ich versuche es mal mit der Hexe. Weil wir haben noch tausend andere Varianten und tolle Ideen, die ich gerade habe, aber. So. Wo ist er? Gucken, ob's ich nehme Rache für den Tod meines Ehemanns. Erhebt euch! Okay, sie funktioniert anscheinend nicht. Jetzt? Wow. Hat mich mal gekostet, aber nicht gebracht. Alles klar. Gut, ich glaube, die nehme ich doch mal aus der Schnellwahl raus später. Da müssen wir jetzt erstmal effizient kämpfen. So, Sidestone, wenn ich mich täusche. So. Dann gab es noch. Wo ist es? Für Twin, für die Lebenden, ja. Okay, dann gucken wir mal. Lebt noch einer? Wow. Das geht's dann. Da ist noch einer. Ich muss auf meinen Radar. Halt tot? Hi. Okay. So. Kommen wir jetzt zum Schluss. War jetzt dann doch irgendwie spontan. Geht da einer auf den Auslöser?
Der Kollege liegt auf dem Auslöser. Totenbeschwörer Adept. Oh, guter Dolch, nehmen wir. Wie ihr es gehört habt, sie wäre Rachenehmer, das haben wir im Prinzip ja im Buch schon in der Art gelesen. Hier liegt meine Hexe rum. Ja, irgendwie nicht funktioniert, ja. Ist halt gemottet, da kann halt mal was schief gehen. Gut, aber ansonsten. War das doch nicht so spannend wie erwartet. Ein Ascherhaufen. Hier war also auch noch jemand. So, kriegen wir mit dem Schlüssel dann auch den Käfig auf? Bestimmt. Wenn jetzt nichts Gutes da drin ist. Ja, also hatte ich schon deutlich bessere Drohnen, die deutlich weniger gesichert waren, aber gut. Wir sind ja nicht gierig. So, Altobein, Altobein. Gewicht 6 wäre 25. Ach nee. Egal. Bevor ich durch die Tür gehe, die wahrscheinlich der richtige Weg zu sein scheint. Ah, Schlüssel war für zwei Sachen, okay. Quatschen. Was ist denn, welcher Weg jetzt der richtige ist? Achso. Okay. Gut. Schleunen wir das mal dem jetzt nicht gleich mit darüber. So, kommen wir wieder. Ja, wie gesagt, das ist nicht gerade ein kleines Dungeon, ist ja auch schön. So wie der jetzt da stand. Nur mal rein formell. Dürfte ich den noch einmal in Deutsch machen können. Okay, da war noch einer irgendwo. Wow. Habt ihr gesehen, wie die auf Droge war? Die jumpte ja regelrecht um die Ecke. Wie ein Jumpscare. Ach, du heilst dich auch noch. Komm. Ja, jetzt kommt der Spring schon. Das war, weil du dich geheilt hast. Das Buch der Deltra. Naja. So, dann holen wir uns noch den Traugriff. Noch eine Emin, ja. Schöner Ort. So. Das war auch nichts, was so geil ist. Was ist das? Quecksilber, Monderz? Deko. Es ist Deko. Ich kann nicht graben. Es ist Deko. Warum ist es Deko? Ah ja, hier geht's doch. Musst du irgendwo hochgehen? Ah, das war der Gang, wo wir gerade waren. Es ist aber der, ja, der Opa. Ja, Leute, ihr seid witzig. Läuft er selber drüber?
Und ich fall runter. Ich fasse es nicht. Ja, dann sprinte ich jetzt mal hier durch. Ernsthaft? Wollen wir das Spiel so spielen, Kumpel? Entschuldigung, ich wollte eigentlich Boliden haben. Ja, das können wir machen. Du kannst ja fiese Dinge. Ja, ich stehe gemütlich auf, lass dir Zeit. Beginne langsam euch auf Nerv zu machen. Was meint ihr? Das cleverste Durchrennen, oder? Ja. War definitiv die richtige Entscheidung. Also was hinterher? Ja, drüber springen. Hätte eventuell geklappt, wenn man beim Springen sich nicht so anstellen würde wie ich. War schon mal jemand. Okay, die sehen aber alle richtig tot aus. Deswegen können wir plündern. Na komm, hau raus. Was du raushauen willst. Ich konnte ihn nicht auferstehen lassen, aber ich werde eine ganze Armee auferstehen lassen, um diese Schande zu rächen. Komm klar. Hier ist vielleicht was Schlimmes passiert. Bin ich doch nicht schuld. Mein Gott, wie blind man manchmal ist. Hi. Nichts dafür, der heißt Traugewicht. So. Die Traugeausrüstung ist echt auch immer ziemlich schwer. Kerzenschein bitte wieder. Durch die Gegend geflogen. Gut. Da habe ich jetzt auch nicht viel erwartet, gebe ich zu. Oh komm. So Leute, ist jetzt meine Burg. Gut ist keine Burg und alle sind tot, aber egal. Okay, das war der. Ist das? Okay, nichts. Wir versuchen mal wieder von hinten. Also mehrere.
Jetzt ist Gelegenheit, uns Feuerzauber zu trainieren, wenn es nicht klappt. So, Dolch hat sich wieder aufgeladen. Hi. So, ich hoffe, das hat jetzt gereicht. Bam. Schläft der Kollege. Krass, wie viel das Kerzenschein tatsächlich ausmacht. Ich habe gerade schwer, mich nicht zu orientieren. Hi, ich bin Steve. Nein, ich bin nicht. Hm. Diese Fallen sind echt mies. Okay, man kann durchgucken. Aber nicht durchgehen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir noch heute zu der Dame durchkommen. Die man so ganz nett mit uns spricht und uns aus Gründen hasst. Die nicht gut sind. Wir haben ihr nichts getan. Was natürlich dazu führt, dass wir einen Grund haben, ihr etwas zu tun. Jetzt kann man halt überlegen, ist das moralisch gut oder schlecht? Das ist eine sehr subjektive Frage in dem Fall. Ach du Scheiße. Mir scheint echt Übles. Bleibt die Tür offen? Sind überall explosive Dinger. Jetzt schaut euch das mal an. Hier werden dann gefühlte Armeen aufstehen. Da steht schon jemand. Ich weiß nicht, ob sie es ist. Aber selbst wenn sie es wäre. Sie ist ja nicht gerade so ein Freund von vernünftig miteinander diskutieren, denke ich. Das war sie. Yay, Boss besiegt. Sneaky Hinterhalt, okay. Wow, doch noch. Ich war mir nicht sicher, ob sie es machen. Ich war mir nicht sicher. Kurzer Bolid mal schnell hoch. Die sind nebenbei auf die Menge, vor allem der Knochengolem ist anstrengend. Wir brauchen mit unserer krass geile Kombi. Nee. Ja. So, jetzt mal so. Damit wir eine kleine Armee dann kriegen immer wieder. Bis dahin machen wir uns ein Eigen. Genau, so nicht schnell. Jagt euch jetzt gegenseitig? Nein, du jagst mich. Ist natürlich leider nicht eingefallen. So, kein Problem. Wir können den Kollegen auch anders machen. So. Jetzt ist er ein bisschen abgelenkt. Sonst es dann die Gelegenheit gibt, ein bisschen rein zu bombardementieren. Wow. Alter, du hast krasses Hitfenster. So, geht doch. Hi, du bist tot. Daedra, Gold und Bone Meat. Achso, stimmt. Alles, was weniger als 6 ist, sprich auch 5, muss man einzeln anklicken. So, die kleinen Hammer ist nicht viel.
Aber das bisschen, was sie haben, ich haben. So, jetzt wollen wir so Kerzenschein. Kerzenschein, da ist er. Das ist nur Kerzen. So, da geht's dann hoch. Ja, mit ihr zusammen wäre der Kampf bestimmt. Na komm, springen. Echt nicht so lustig geworden. Hätte garantiert ein Weilchen gedauert. Holgeier hätte sie erweckt, alles klar. Also die zwei Helden und Fury. Also echt nicht nett, die Dame. Na gut, als Nekromant würde es wahrscheinlich anders machen, ne? Spelltom, Conchio, Bone Colossus, ja. Bone Colossus nicht so geil. Geisterklinge, cool. Sieht schön aus, den brauchen wir jetzt nicht. Erinnert sie hier, einen normalen Trauger. Durch ihr Herz durch. Okay. Schlüssel von Luas. Stab des Schutzgeistes. Aber ansonsten, sie selber? Das ist nicht so OP-mäßig ausgerüstet. Huch. Ich wollte eigentlich den Schleichmodus verlassen. So. Ah, doch eine Kiste. Pfeile, Pfeile, Gold, nein, Pfeil, Pfeil. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nö. So, hier gehen wir durch. Baut hier noch jemand? Nein. Damit dann viel Zeug wieder zu verkaufen, was wertvoll ist. Das werden ja die Händler in einer Stadt dann wahrscheinlich wieder gar nicht hinkriegen. Aber okay. Mineralerz umwandeln. Das möchte ich gerne mal lesen. Stopp. So. Objekte Zauberbuch, also bei Bücher. Ja, komm, der mal. Kann ich schon. Wandelt ein Klumpen rohes Eisenerz in Silber oder Silbererz in Gold um? Kann ich, kennen wir doch schon. Ich dachte, das wäre jetzt ein anderes. Kaiserlicher Kondolenzbrief. Vierte Ära 175. Kaiserliche Bürgerin Lua Alsgaven. Mit tiefer Betroffenheit muss ich euch vom Tod eures Gatten Sael in Kenntnis setzen. Er verlor sein Leben in der Schlacht, als er half, die Kaiserstadt von den Altmeri zurückzuerobern. Er wies in seiner letzten Stunde Großtapferkeit und sein Opfer wird nicht umsonst sein. Allen galt er als Mann von hoher Moral und als leuchtendes Beispiel für das Beste, was das Kaiserreich zu bieten hat. Bitte tröstet euch in dieser Stunde eurer Trauer mit dem Gedanken, dass er sein Leben gab, um das Kaiserreich zu schützen, das er so sehr liebte. Mit einem aufrichtigen Beileid, Pius Brucius, kaiserlicher Präfekt. Ja, ist nett, gehört sich auch, ist aber wirklich so Standardschreiben, ne? Allerdings, wenn ein Soldat war, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart von mir, ist das leider aber drauf zu gehen, ein bisschen Berufsrisiko. Wir opfern ja auch hier unser Leben. Warum genau, haben wir noch nicht ganz rausgefunden, aber wir tun es halt. Nee, eigentlich wollen wir ja die bösen Drachen loswerden. Wir machen gerade alles, nur nicht das. Na? Ernsthaft? Ich stehe hier so sehr im Weg, dass ich nicht rankomme. Jetzt geht's gut. Ein Seelenstein. Knochenmehl. Oh, ein Stahldolch, ja, das ist auch nicht verkehrt. Schwörrobe, Drachenbaum. Ist noch nicht mehr. Frostsalze, winziger Seelenstein. Todes. Nee. Ehe ich das jetzt öffne, sag ich lieber mal, dass wir heute einen kleinen Cut machen. Wir sind wahrscheinlich durch, nämlich. Und kommt dann entweder, wie ich hoffe, in dieser anderen Höhle oben raus, wo wir beim vorletzten Mal nicht weitergekommen sind, wo dann unser Missionsziel vielleicht auch liegt. Diese Schriften da. Oder aber wir kommen ganz woanders raus. Ne? In beiden Fällen wird es spannend. Ne? Also, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß, so wie ich. Und
Würde mich natürlich über ein Like freuen, Abo dalassen, falls ihr es noch gemacht habt. Wie gesagt, mittlerweile jetzt wöchentliche Videos und ich sage, macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!